Hallo Wolfgang, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute in den Heiligen Hallen von Holstein Kiel. Wir sind ja schon ein paar Monate dabei, das hier zu orchestrieren. Holstein Kiel war einfach zu erfolgreich in letzter Zeit. Ja. Und wir wollen heute darüber reden, was machst du hier, was macht eigentlich Holstein und wie funktioniert das Geschäftsmodell Fußball? Für die meisten Hörer, die hier aus dem Handel, aus dem Herstellerbereich kommen, glaube ich mal ein spannender Exkurs. Dann fangen wir mit der normalen Frage an. Wer bist du und was machst du? Ja, also mein Name ist Wolfgang Schwenke. Ich bin kaufmännischer Geschäftsführer bei Holstein Kiel und das mittlerweile seit über 10 Jahren. Und du bist ja nicht als kaufmännischer Geschäftsführer geboren worden. Du hast ja auch eine sportliche Karriere hinter dir. Kannst du da mal ein bisschen weiter ausholen? Ja, ich bin eigentlich so ein reiner Schleswig-Holsteiner. Ne? Ich bin in Flensburg geboren, aufgewachsen in Bad Schwartau, angefangen Handball zu spielen, 1987 beim THW Kiel und... Warte mal. So ist denn der Mikro hin? Da, das ist zu weit unten. Mhm. Genau, ja. So ist gut, genau. Sonst hängt er so mal. Genau. Ja. Ich frage nochmal ganz zur Frage. Du bist ja nicht als Profisportler hier reingekommen und nicht als Geschäftsführer. Du hast ja eine ganz normale Karriere in einem anderen Sport gehabt. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, genau. Also ich habe 1987 bin ich hier als Profi zum THW Kiel gekommen. Bis 2001 mit einem Jahr Unterbrechung, da bin ich dann wieder zurück nach Bad Schwartau. Aber ich habe eigentlich 14 Jahre im Leistungssport gespielt, selber Nationalmannschaft, eine WM mitgespielt, eine Olympiade, Barcelona und Island als internationale Turniere. Habe dann ein Jahr sogar als Profitrainer gearbeitet bei den Rhein-Neckar-Löwen und bin dann 2009 zu Holstein Kiel gekommen. Und die Aufgabe damals war für mich, diesen Verein zu professionalisieren. Genau, wir hatten Ihnen im Vorgespräch schon mal ganz kurz erzählt, wahrscheinlich haben sich unsere Wege beim Handball kurz geschnitten, weil ich war Jugendspieler beim TSV Gronshagen, so der Ausbildungsmannschaft im Jugendbereich vom THW und irgendwann gab es mal so ein Bundesliga-Vorspiel, wo die Jugendmannschaften spielen durften und da stand ich dann im Tor sozusagen in der großen Ostsee, in der großen Ostseehalle. Ja. Dieser Schritt vom Handball zum Fußball, ging das relativ einfach oder musstest du da erstmal so 2-3 Jahre Häme aushalten, dass du ja gar keine Ahnung hast, wie sozusagen der Sport mit dem Fuß gespielt wird? Also für mich überhaupt kein Problem, dieser Umfang, weil es ist Mannschaftssport und Mannschaftssport dann funktionieren irgendwo gleich. Häme insofern, ja, dass der eine sagt, Mensch, wie kann der jetzt vom erfolgreichen Handballclub erfolgreiche Handballzeit gehabt haben? Wie geht man jetzt zum Fußball? Warum tut man das? Meine Aufgabe war es ja jetzt hier nicht, den Stürmer oder den Mittelfeldspieler auszusuchen, weil wir hier bei Holstein es auch getrennt haben. Mit der Professionalisierung kam eben auch ein Stück weit, dass wir hauptamtliche Geschäftsführer eingestellt haben. Einmal ein Bereich für den Bereich Sport und einmal für den Bereich kaufmännisch. Und ich habe den Part hier abgedeckt, kaufmännisch. Und für den sportlichen Verantwortlichen hatten wir Andreas Bornemann, der heute beim FC St. Pauli noch. So sind wir damals angefangen. Und von daher hatte ich eigentlich nichts direkt mit der Sportart zu tun, Spieler auszusuchen oder mir diesen ganzen Transferwahnsinn anzutun, sondern ich eigentlich nur Hüter dieses Budgets bin und sehen muss, wo wir eben zusätzliche Budgets herbekommen. 2012, als du angefangen hast, das war noch dann vierte Liga oder ist das gerade Aufstieg gewesen in die Regionalliga? 2009 war das und da sind wir in dem Jahr, ich bin ja so mitten in der Saison gekommen, da war damals Falco Götz Trainer. Da fing der Wahnsinn an, als ich hier anfing, war Falco Götz 2 Wochen später nicht mehr Trainer. Da sind wir abgestiegen. Andreas Bornemann ist auch im Januar dazu gekommen. Also wir haben in dem Jahr, also in der laufenden Saison, eine Professionalisierung durchgeführt über Personal. Und erstmal mussten wir einen Tiefschlag hinnehmen und dann haben wir es einfach kontinuierlich aufgebaut und gesagt, was brauchen wir dazu, einfach aus sportlicher Hinsicht, wie wollen wir uns vermarkten, was für ein Image wollen wir uns verpassen, weil Holstein war schon damals eine sehr, sehr bekannte Marke und darauf haben wir dann aufgesetzt und haben versucht, verschiedene Projekte eben auch zu starten. Konnte man das so betrachten und so bewerten wie so ein ganz normales Unternehmen, wo man sagt so, ich kann mir jetzt vorstellen, im Bereich Gartengeräte noch eine Marke zu gründen und irgendwie Kärcher Konkurrenz zu machen oder Gardena Konkurrenz zu machen, würdest du auch dann sagen können, ja, vielleicht ist Holstein nicht bekannt genug, vielleicht geht man hier noch mal ein paar Kilometer weiter, es gibt ja noch mehr Vereine in Schleswig-Holstein, da fällt mir vor allem ein Gettorf, ja, ganz bekannter und aufstrebender Verein, ja. Und oder du hättest auch ein bisschen weiter weggehen können, also habt ihr so ein Assessment gemacht und gesagt, okay, wo ist das größte Potenzial, Fußball plus Holstein, beziehungsweise, genau, vielleicht jetzt auch eine andere Handballmannschaft geben können, was mit deiner Historie auch möglich wäre, oder genau. Ist es eher zufällig entstanden?
Nee, also ich habe mich ganz bewusst dazu entschlossen, auch hier zum Fußball zu gehen und eben auch zu Holstein zu gehen, weil sehr eine traditionsbewusste Mannschaft ist. Die hat sicherlich die großen Erfolge, waren dann noch in Schwarz-Weiß. Aber das hat mich irgendwie gereizt. Es ist eine sehr bekannte Marke. Wir haben eine Analyse gefahren mit Studenten aus Hamburg und haben eben gesehen, dass die Marke einen sehr hohen Bekanntheit hat und haben versucht, Dinge eben daran aufzubauen. Für mich war es so eine Marke im Nebel. Und unsere Aufgabe war es eben, in diesen 10 Jahren diesen Nebel wegzubekommen, sodass die Marke auch irgendwie erstrahlt. Und da muss man eine Idee haben. So im Marketing kann man natürlich verschiedene Sachen machen, indem man immer ins Image einzahlt oder man provoziert mir eine Aussage. Und unsere Aussage war damals, wir sind Impuls der Stadt. Und haben alle gesagt, wir sind Tod der Stadt, aber nicht Impuls der Stadt, weil Holstein war ja doch eher negativ belegt. Und das hat sich dann ganz schnell gewandelt, als wir im Viertelfinale waren im DFB-Pokal. 2012 war das dann. Gegen Bochum oder wer war das? Nee, gegen Dortmund, hier zu Ach, hier Hause. war Dortmund, war der genau. Ich glaube, ich habe ein Spiel gegen Bochum davor. Kann das gewesen sein? Nee, wir haben das erste Spiel war, sowas vergisst man ja nicht, ne? Das war Cottbus, Duisburg, Mainz und dann eben Dortmund hier zu Hause. Und da merkte man so, was möglich sein könnte, vielleicht in Kiel, wenn man dann aufsteigt. Das als Viertligist im Viertelfinale, jetzt Saarbrücken hat uns ja leider überholt, dass sie Ja. jetzt ins Halbfinale gekommen sind, aber das war ein toller Moment und dann im Jahr drauf sind wir dann aufgestiegen. Und so hat so, da haben wir uns in der dritten Liga, erste Jahr war ganz, ganz, ganz schwierig. So gerade dem Abstieg dann entronnen und dann ging es eigentlich nur noch bergauf. Dann hatten wir 13, 14. Tolles Spiel in der Allianz Arena, knapp nicht aufgestiegen und zwei Das habe Jahre ich gesehen. Das später. war ein sehr trauriges Wochenende. Das Ja, späte 2 das zu schon. 1 in München. Genau, in der Nachspielzeit. Aber solche Momente dann auch gut, dann weißt du immer so als Verantwortlicher, es dauert jetzt wieder 2, 3 Jahre, bevor du wieder an diesen Punkt kommst. Und dann haben wir es ja auch hingekriegt und jetzt spielen wir schon das dritte Saison in der zweiten Liga und da sind wir alle ganz happy. Und wenn man einfach guckt, wie die Zuschauerzahlen sind, wie einfach auch die Begeisterung nicht nur für Handball in Kiel, sondern auch für Fußball ist, dann macht das einfach Spaß. Ja, vielleicht können wir da direkt nochmal mit einsteigen, weil ich bin ja quasi auch als Handballer hier in Kiel groß geworden und da war der THW immer gesetzt. Und wenn man über Sport geredet hat in Kiel, da war sicherlich das Thema Segeln immer im Thema, aber auf der Sportkarte, auf der Sportdeutschlandkarte war Kiel immer als Handballhochburg besetzt. Wie hast du das erlebt, auch weil du natürlich gute Verbindung hast noch zum THW? Heute ist so das subjektive Empfinden, dass Holstein Kiel jetzt schon, also erst sicherlich im dritten Jahr, aber jetzt schon eigentlich dem THW als so Business-Plattform, Sponsoring-Plattform, Begeisterungsplattform, Reichweite, Fernsehen komplett den Rang abgelaufen hat, obwohl der THW ja dann seit den 90er Jahren eigentlich sozusagen die Handballmannschaft dann war, teilweise auch in Europa. Ist das so oder ist das, kann man das auch mit Zahlen belegen, was Budget, Zuschauerschnitte und Co. angeht? Ja, genau. Also ich glaube, man muss es dann einmal medial, also THW ist einfach erstmal eine Institution über Jahrzehnte. Ja, wir sind jetzt im dritten Jahr. Aber wenn man es in Zahlen belegt, dann ist es tatsächlich so, da hat Fußball einfach eine andere Macht, was Reichweite angeht. Wenn wir jetzt sehen, aktuell haben wir einen Zuschauerschnitt von 11.700. Das ist mehr als die Ostseehalle fast. Und wenn man sieht, dass wir eben auch knapp 7.000 Dauerkarten haben. Der THW hat ja alles an Dauerkarten. Ich weiß nicht, ob die 10.000 haben. Aber dann sind wir da auf dem richtigen Weg und wir es auch hinkriegen, in Spielen eben bei uns unsere Maximalkapazität abzubilden von 15.034 Zuschauern im Stadion. Dann sieht man, da sind wir auf dem Vormarsch. Und in der Businesswelt ist es so, dass wir oder ich vor 10 Jahren, als ich hier anfing, waren wir ungefähr so 65 Partner. Heute sind wir 330 Werbepartner. Auch da sieht man, dass es eben nach oben geht. Von den Budgets her, damals hatten wir irgendwie ein Umsatzvolumen vielleicht von 4 Millionen, heute bis zu zwischen 24 und 30 Millionen. Das war dann so 2009, 2010, 4 Ja. Millionen. Und wenn du dann siehst, auch wie sich Dinge im Merchandising einfach verändert haben. Von den Umsätzen, der vierte Liga irgendwas von 50.000 Euro Umsatz, jetzt machst du 1 Million. Da sieht man halt auch die Größenordnung, was man dabei auslösen kann. Das Entscheidende, was uns eigentlich immer geholfen hat, dass wir viele Dinge anders gemacht haben. Wir haben natürlich immer geguckt, wie ist es in der Bundesliga, erste und zweite Liga. Zum damaligen Zeitpunkt haben sich fast alle ausschließlich über Agentur vermarkten lassen. Also Agenturen, quasi eine Sportrechte oder sozusagen so eine Merchandising-Agenturen wie Lagardère
in Hamburg, die dann sagen, komm, gib mir deine Vermarktungsrechte und ich kümmere mich, dass ich dann regional, überregional Sponsoren für dich finde. Ne? Und du musst dich nicht drum kümmern, dafür behalte ich dann 10, 20, was auch immer Prozent von der Summe ein. So ist das Geschäftsmodell. Mhm. Und dem sind wir nie gefolgt, weil wir davon überzeugt sind, A, die Vermarktung selber zu machen, das hat natürlich dann auch selber Personal zu haben und Personal einzustellen, sich um Personal zu kümmern, war für uns ganz wichtig und eben, wenn man den Partner anspricht, eine andere Nähe dazu zu haben. Und das zeichnet uns eben auch aus, nicht nur die Nähe zu unseren Partnern, wir wissen, wer bei uns Werbung macht, das hat schon so freundschaftliche Züge, also wenn wir ein Heimspiel haben, dann kann man überall an den Tisch gehen, man kennt sich, ich würde mal sagen, von den 330 kenne ich 95-96% persönlich. Das ist uns eben ganz wichtig. Ne? Wir sind da ganz dicht am Ohr mit dran, unserem Partner. Wir machen Business-Treffen einmal im Monat, wo alle Partner eine Chance haben, zusammenzukommen. Entweder in dem Unternehmen selber, also wie so ein, wir nennen es Stammtisch, da sind dann zwei Spieler dabei, da ist der Trainer, der Sportverantwortliche, der Präsident und meine Wenigkeit, da reden wir darum, was hat Holstein vor, es kann Fragen gestellt werden an Spielern und so. Und das schafft eine gewisse Nähe zu den Spielern, zum Sport und zur Vermarktung. Und so lernt man sich kennen. Und das ist ein sehr familiäres Umfeld. Und da legen wir auch größten Wert drauf. Und ich glaube, so da unterscheiden wir uns zwischen oder von ganz, ganz vielen anderen Vereinen. Aber das machen wir auch bewusst, weil wir halt anders sind hier im Norden und in Kiel. Und da sind wir auch ein Stück weit stolz drauf. Dann lass uns mal ganz kurz zurückkommen zum Potenzial des Geschäftsmodells Holstein Kiel. Mir ist das zum ersten Mal so ein bisschen aufgefallen. Ich war bei dem Aufstiegs-Relegations-Hinspiel dabei in Wolfsburg und da hat mich noch ein, zwei Kollegen begleitet und dann ist mir klar geworden, dass es ja 50 Kilometer in die eine Richtung ist dann nach Braunschweig, nochmal 60 Kilometer in die andere Richtung ist nach Hannover. Also man hat einen sehr, sehr hohen Wettbewerb um Fans zum einen, aber natürlich auch um und Sponsoren. Diesen Wettbewerb hat Schleswig-Holstein nicht. Ist ja das einzige Bundesland, was noch nie ersten Bundesliga war, glaube ich. Diese Statistik führen wir leider an. Und jetzt hat unser Brücken quasi nicht nur in dieser DFB-Pokal-Statistik überholt, dort lagen sie auch immer vorne. Ja. Hier ist das, scheint das anders zu sein. Also hier scheint für mich, und ich versuche das mal naiv zu beschreiben, also der Einzugsbereich ist irgendwie größer von Flensburg, der teilweise sogar irgendwie Süddänemark, Husum, fahren alle Richtung Holstein rüber, wenn sie ein bisschen höherklassigen Fußball sehen wollen. Das war ja vor 6, 7 Jahren, war der HSV ja gesetzt. Da sind wir Kieler ja auch immer zum HSV gefahren, mal so ein bisschen Bundesliga, Fußball oder mal Europacup zu sehen. So lange ist das schon her. Ja. Und das ist jetzt ja gar nicht mehr der Fall. Das reicht ja komplett aus, wenn man hier nach Kiel fährt. Das Potenzial ist höher. Aber was ich mich halt frage mit dieser Geschäftsmodellbetrachtung, die du ja auch hier aufgemacht hast, wie groß ist das Potenzial, kann man denn eigentlich stabil planen? Es sind jetzt quasi drei sehr erfolgreiche Jahre gewesen. Erstes Jahr direkt Relegation, zweites Jahr war ja auch schon wieder super. So hätten ihr oder wir in Hannover gewonnen. Ja. Letztes Wochenende wäre jetzt wieder so ein bisschen Aufstiegshoffnung aufgeflammt. Also lässt sich das eigentlich formen wie so ein Geschäftsmodell oder musst du, wenn jetzt Holstein doch nochmal absteigen sollte, in die dritte sind dann wieder 100 Partner weg und treffen sich da mal im THW-Stammtisch? Nee, ich glaube, wir haben eine sehr hohe Bindung zu unserem Partner, weil wir eben auch ganz nah dran sind und wir haben natürlich in der Tat, jetzt im dritten Jahr, wir haben ja einen kompletten Wechsel gehabt in allen Jahren. Und das müssen wir eben versuchen zu stabilisieren, also versuchen auch mal, aber das hat auch was mit Entwicklung zu tun, also im ersten Jahr, nach dem ersten Jahr aufgestiegen, dann hast du souverän gespielt, bisschen Relegation, dann Trainer weg, sportlicher Leiter weg, Spieler weg, entscheidende Spieler weg, haben wir sehr hohe Transfersummen bekommen, haben es nicht irgendwie in Spielerbeine wieder investiert, sondern haben es in infrastrukturelle Dinge investiert, das zweite Jahr ähnlich, dann auch erfolgreich, wieder Trainer weg, sportlicher Leiter weg und auch einige Spieler Erfolg, weg. Der Erfolg frisst deine Kinder. Ja, aber wir sind, und das muss man sich einfach nur bewusst werden, wir sind nicht im oberen Drittel der Nahrungskette, sondern im unteren Drittel der Nahrungskette und da wird man halt gefressen, wenn man nicht weiter rumkommt. Jetzt kann man ganz aufgeregt durch die Gegend laufen, das sind wir aber nicht, sondern wir planen es einfach und sagen, okay, wir wollen auch mal ein Stück weit höher in der Nahrungskette und dann kannst du dann auch irgendwann mal sagen, so, wir möchten gerne, dass der Spieler hier bleibt und haben auch die wirtschaftliche Ressource, das eben durchzuführen. Das haben wir immer so gehalten. Wir versuchen immer ein, zwei Schritte unserer momentanen Situation voraus zu sein, aber ohne eben panisch zu werden. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
da ruhig zu bleiben. Dieser Weg, den wir beschreiten, der dauert ein bisschen länger, aber ich glaube, den kann jeder nachvollziehen. Jeder, der ein Unternehmen hat und den nächsten Schritt machen will, wird es ja auch nicht rumreißen, weil das dann ein sehr hohes Risiko ist, sondern es mit kleinen Schritten versucht, die nächste Hürde zu nehmen und die nächste Stufe zu nehmen und sicher zu nehmen. Und das ist für uns ganz entscheidend. Ja, das sagst du jetzt so einfach. Da hören jetzt sicherlich die Fußballmanager in Karlsruhe, Aachen und in anderen Vereinen ganz, ganz aufmerksam zu. Also das Potenzial ist da, aber ist das auch gedeckelt? Also kann man da noch sagen, du sagst das jetzt ganz einfach, anstatt jetzt die ganzen Transfersummen von Drexler und den anderen Topspielern, die weggegangen sind, dann in andere Spieler zu investieren, um dann wieder mitspielen zu können, um den Aufstieg. Habt ihr dann gesagt, dann machen wir hier hinterm Haus nochmal einen geheizten Trainingsplatz, vereinfacht gesagt, ja, oder investieren in Infrastruktur, um langfristig dabei zu sein, aber bedeutet das dann auch, dass das eine Art Deckel gibt, also es ist quasi obere Tabellenhälfte, zweite Bundesliga, ist das der natürliche Wohnraum von Holstein Kiel, auch wenn man über die nächsten 10 Jahre spricht, oder kann man sagen, nee, wenn man ganz besonders schlau agiert und vielleicht eine Marke auch noch überregional prägen also, kann, dann ist auch mehr drin. Also erstmal noch vielleicht mal zu unserer Struktur, unser ganzen Partner, ne? Also wenn man hört, so 330, wunderbar, hier haben wir zwei Partner, unser Hauptsponsoren, wenn die nicht in der Zeit, wo der niemand was geben wollte, in der vierten und dritten Liga so beharrlich auch dabei geblieben wären, dann wird es Holstein Kiel wahrscheinlich auf der Landkarte gar nicht mehr geben. Welche Partner sind das? Das ist zum einen City und Famila, die eben ganz entscheidende Partner waren. Und die haben es eben miterlebt. Ne? Und nicht einfach zu sagen, wir investieren jetzt einfach Geld und machen es mit aller Macht, mit finanziellen Mitteln, sondern die haben diesen Verein die Chance gegeben, sich zu entwickeln und einfach zu sehen, will es auch die Bevölkerung, will es der Fan auch in Kiel Fußball zu sehen. Und wenn man sieht, wie sich das entwickelt hat, dann hat der Fan eine Entscheidung getroffen, der Zuschauer eine Entscheidung getroffen, dass man gerne Zweitliga-Fußball sieht. Ja. Dann haben wir uns auf ganz breite Beine gestellt, wie gesagt, von 65 Partnern auf 330 Partner. Und es geht weiter auch nach oben. Also ich glaube, wir tun gut daran, eine breite Basis zu schaffen. Und wir müssen uns etablieren in dieser zweiten Liga, aber für mich ist es völlig offen nach oben. Also wenn wir Geschichte schreiben können und irgendwann mal die Chance bekommen aufzusteigen, dann wollen wir das natürlich gerne nehmen, aber es wird nicht in diesem Jahr sein. Und auch da bedarf es ein bisschen Geduld und eins werden wir ganz bestimmt nicht tun, eben wir Jahreszahlen nennen, wann man was irgendwie vielleicht erreichen möchte. Das wird sich auch zeigen in der Entwicklung. Ne? Es ist weiter so. Wie gesagt, wir haben unsere infrastrukturellen Dinge, die wir zu tun haben, hier in Projensdorf. Wir haben ein tolles NLZ, wir haben 3 Sterne. Ist ein tolles Trainingszentrum, wo die Basis und die Zelle des Trainings hier für Profisport ist und das wirklich super Rahmenbedingungen sind. Diese Rahmenbedingungen müssen wir auch im Stadion schaffen. Da sind wir ja dabei, diese Dinge zu verändern, damit der Zuschauer und alle Spieler und das Umfeld und das Werbeumfeld und unsere Partner noch mehr Spaß an dem Sport haben, um auch in guten infrastrukturellen Dingen eben vorzufinden. Und diese Schritte gilt es jetzt erstmal zu gehen und dann wird auch der nächste kommen. Wie viele Nachwuchsleistungszentren mit 3 Sternen gibt es in Deutschland? Oh, da bin ich jetzt nicht so gut in der Statistik, muss ich sagen, aber man kann mal davon ausgehen, dass fast alle Erstligisten 3 Sterne haben und die sogenannten in der zweiten Liga, die gefühlten Erstligisten, also HSV Hannover und so, die werden auch 3 Sterne haben. Also ich würde mal sagen, so ungefähr die Hälfte wird ungefähr 3 Sterne haben. Du hast gerade das Stadion angesprochen. Das war ja im letzten Jahr so ein ganz großes Thema. Wie kriegt man diese Südtribüne dahin? Keiner wollte es bauen über ein Jahr. Und habt jetzt so eine Behelfstribüne, die nach meiner kleinen Umfrage im Freundeskreis eigentlich komplett ausreicht. Alle finden die super. Ja, könnte man eigentlich das ganze Stadion so einbauen. Das ist total super. Es gab, ich glaube, auf Arte oder ARD vor einem halben Jahr, einem Jahr eine Dokumentation 100 Jahre Handball. Mhm. Und da wurde, in dieser Dokumentation wurde auch gesagt, wie ist der THW so erfolgreich geworden. Und eine der Kernaussagen war, weil der THW sehr früh, viel früher als alle anderen Vereine, in eine sehr große Halle investiert hat, war er durch die Zuschauereinnahmen relativ unabhängig im Vergleich zu anderen Vereinen und konnte eigentlich viel besser, viel langfristiger planen und investieren. Ich weiß jetzt fairerweise nicht, was so eine Ostseehalle kostet. Die gehört wahrscheinlich auch gar nicht im THW, die gehört, glaube ich, auch der Stadt. Nein, gehört immer der Stadt. Das gehört unter anderem, ist es, glaube ich, die Kieler Nachrichten und City auch, die auch die Betreiber sind dieser. Okay. Aber gilt das heute auch für ein Fußballstadion? Heute hast du gesagt, passen 15.000 rein ins Stadion, wenn es aus, oder über 15.000, wenn es ausverkauft ist, wenn man das jetzt
renovieren möchte oder jetzt auf einen modernen Zweitliga, potenziellen Erstliga-Standard heben möchte, dann 20.000 plus Fenster drin, da ist ja natürlich hier für uns Norddeutsche, wir gucken immer ganz neidvoll auf St. Pauli, die haben das ja auch so Schritt für Schritt, dann Tribüne für Tribüne neu aufgebaut. Ja. Ist sowas eigentlich möglich, wenn man sagt, so die 20, 50, 100 Millionen, was immer so ein Stadion kostet, die holt man wieder rein? Oder das gibt einem so viel Zuschauereinnahmen, so viel Ticketerlöse dann über 10, 20 Jahre, das lohnt sich? Oder ist das gar nicht mehr der Fall? Ja, doch, mit Sicherheit. Also die Stadion heute, Stadien sind ja, ich sag mal, Event-Arenen. Ne? Also muss man immer gucken, im Umfeld kann man zusätzliche Veranstaltungen stattfinden lassen an Großkonzerten, dabei, wie ist eigentlich die Struktur des Stadions aufgebaut? Kann man die Businessräume noch in die zweite oder Drittvermarktung nehmen? Geburtstage, Jubiläumsfeiern, Kongresse, all diese Themen sind natürlich da, wo ein Stadion es auch wirtschaftlich machen lässt. Bei den Investitionen, die angesprochen worden sind, wird man nicht nur rein, wenn man nur Fußball spielen würde in der Arena und nichts anderes machen würde, dann würden dann die Kosten auffressen. Aber wenn man es geschickt anstellt, auch zusätzliche Räumlichkeiten zu schaffen, die man vermieten kann, dauervermieten kann, mit Events im Stadion zu machen, dann kriegt man schon ein profitables Stadion hin, wenn man das eben ganz gut macht. Und bei uns ist es so auch angesprochen worden, dass Pauli sicherlich ein gutes Vorzeigeprojekt ist, nicht alles auf Mal zu machen, sondern kontinuierlich zu bauen, so wie die wirtschaftlichen Voraussetzungen es auch zulassen. Für uns, wenn wir anfangen, wäre zuerst der Businessbereich, also unsere Haupttribüne würde auf die andere Seite wechseln. Und da würde man anfangen, weil das Herzstück auch ist, wo die ganze Technik drin ist, wo man den Leuten dann auch, ich glaube, es wäre ein Quantensprung, wenn man dahinter ein Parkhaus hätte, wo die trockenen Fußes reinkommen im Moment. Sind unsere VIP-Leute ja sehr, ich sag mal, sehr human mit uns und sehr verständnisvoll. Es ist nicht alles perfekt. Im Rahmen der Möglichkeiten versuchen wir eben alles dementsprechend herzustellen, aber das ist eben auch toll, dass man das hier in Kiel mit dem Verein mitgeht, die Entwicklungsstufen. Das heißt, für die Leute, die noch nicht im Kieler Stadion waren, das ist, glaube ich, es gibt relativ viele Stadionbilder, weil man, wenn man dann hoch genug mit so einer Drohne über dem Stadion fliegt, kann man auch die Ostsee sehen. Das ist, glaube ich, relativ einzigartig für Stadien in Deutschland. Da gibt es so eine, ich glaube, sogar eine denkmalgeschützte Haupttribüne heute noch, die denkmalgeschützt, ja, nein, aber gefühlt, es gibt gefühlt. Ja, es war eine der ersten Tribünen, die sozusagen ein fliegendes Dach hatten ohne Stützen. Von daher ist sie sehr ehrwürdig und wir haben auch den größten Respekt davor. Aber sie steht nicht unter Denkmalschutz und das finde ich wirklich, du hast gerade angesprochen, wenn man mit der Drohne rüberfliegt und diese Nähe zum Stadtkern sieht und diese Nähe zum Wasser, dass man mit dem Förderdampfer zum Heimspiel fahren kann, dann gibt es nicht viele Vereine. Rostock, glaube ich, kann das und Bremen wahrscheinlich, wo man auf dem Wasserweg auch ziemlich dicht ans Stadion rankommt. Und das finde ich schon einzigartig, wenn dann Fans auch im Förderdampfer sitzen und von Laboe hier rüberkommen mit Fahnen und Schals, dann finde ich es einfach großartig auch vom Gefühl her. Im Förderdampfer, welche Haltestelle nehmen die denn? Ist das Remdu-Brücke, wo die aussteigen? Genau. Ja? Ja. Und dann laufen die dann hoch. Ja, also ein bisschen laufen muss man schon, aber ist jetzt kein Tagesmarsch. Das stimmt schon. Aber bleiben wir mal ganz kurz bei der Tribüne. Wenn man jetzt so diese sozusagen die alte Gegengerade zur Haupttribüne umbaut, sowas wechselt und sagt, da müssen dann, I don't know, 12.000 Leute dann irgendwie später hin, da redet man doch wahrscheinlich auch schon heute über Investitionen aufgrund der Bauwirtschaft, die so eine hohe Nachfrage hat von einem deutlich zweistelligen Millionenbereich. Und du hast ja gerade gesagt, euer Budgeteinnahmen, da reden wir irgendwas über 25, 30 Millionen, das heißt so eine Investition dann über, I don't know, was so eine Tribüne kostet, 10, 20, 25, 30 Millionen. Wie macht man das? Also wie guckst du da quasi kaufmännisch drauf? Also wie wird da ein Business Case drauf? Sagst du dann, da passen dann 5.000 mehr Fans drauf, das heißt bei 17 Heimspielen mal 30 Euro, dann kommt das und das bei raus, plus nochmal 3-4 Logen. Guckt man da so blank da drauf oder geht das gar nicht? Das wäre ja schon ziemlich detailliert. Das Thema, das müsste man ein bisschen anders angehen, glaube ich, weil wir haben ja jetzt gerade die Ost gebaut. Wir konnten sie ja nicht bauen, weil wir öffentlich ausschreiben müssen, weil wir öffentliche Gelder benutzen. Das war dann sehr schwierig, weil keiner hat diese Ausschreibung teilgenommen. Dann haben wir gesagt, wir investieren es selber und bauen sie selber, die Tribüne. Eben auch immer mit Hilfe unserer Hauptsponsoren.
Sonst kannst du das nicht. Und das ist eben auch die Frage, die du dir erstmal stellen musst, wenn du in so ein Stadion rein Wirtschaftlichkeit angehst. Wie willst du es einfach machen? Ne? Hier gibt's ja auch Zusagen von Stadt und Land, Investitionen mitzutragen. Ja. Und da muss man eben genau gucken, wenn man eine Betreibergesellschaft gründen, wie soll die aussehen? Und dann würde man im kleinen Teil genauso vorgehen. Ne? Was habe ich jetzt? Wie viel Zuschauerkapazität habe ich aktuell? Wie ist der Auslastungsgrad der Zuschauer? Wie ist der Auslastungsgrad der Businessräume? Was habe ich an zusätzlichen Einnahmen? Und dann nimmst du Annahmen an. Also das ist ja so ein bisschen gucken in die Glaskugel. Pro Spiel, was kostet die VIP-Karte, was kannst du als Steigerung reinnehmen, was kostet das Parkhaus, was kann man da eben an Geldrückfluss eben generieren. Und dann erstellt man einen Business Case in die kleinste Tiefe und dann guckt man, ob man sich so ein Stadion dann dementsprechend auch leisten kann. Wie viele Leute reden bei sowas mit? Weil es ist ja schon in großen Firmen. Du hast ja viele andere prominente Gäste hier, die auf diesem Stuhl im Kassenzone-Podcast immer sitzen. Das ist ja schon schwierig, darüber zu reden. Komm, wir bauen jetzt nochmal eine Tochtergesellschaft im Ausland auf, um dann unsere Produkte dort zu verkaufen. Da muss man dann irgendwie, da muss der Geschäftsführer sich mit dem Aufsichtsrat irgendwie einigen, aber dann ist auch gut, da redet kein Dritter mit. So gefühlt beim Fußball, ja, da redet sozusagen das halbe Fanforum mit, hat zumindest eine Meinung. Ja. Und man hat extrem viele äußere Einflüsse. Also wie einfach lassen sich solche strategisch ja super relevanten und auch eigentlich klaren Cases überhaupt durchsetzen? Wenn wir jetzt, ihr könntet jetzt hier an diesem Tisch zu einer Meinung kommen, hier in der Geschäftsführung und sagen, so, das macht jetzt eigentlich Sinn. Da könnte man vielleicht auch nochmal ein Jahr in der dritten Liga sogar aushalten. Das ist jetzt, den Plan machen wir jetzt. So, mit wie vielen Leuten musst du denn reden, damit sowas überhaupt in Motion kommt und dann auch wirklich gebaut wird? Also das zeichnet uns ja auch ein Stück weit aus als Club, dass wir andere sagen so, fast schweigsam sind oder es wenig nach draußen kommt. Das hat ein bisschen was mit unserer Struktur zu tun. Das stimmt. Wir sind hier im Vorstand, sind wir 3 Personen mit dem Präsidenten und eben dem Sport und meiner Person. Und dann haben wir einen Aufsichtsrat, der über 5 Leute, und da werden Dinge besprochen und dann werden wird die Strategie ausgewählt, wer macht was, in welcher Form und wie treiben wir es voran. Und in dem Fall ist das natürlich eine strategische Ausrichtung, wo der Aufsichtsrat natürlich super mit involviert ist und auch Treiber ist dieser Geschichte, das zu tun. Und wir sind ein Teil davon, diese Dinge auch mit umzusetzen. Und dann nimmt man natürlich die Politik mit. Klar, weil die auch von der Stadt und von dem Land. Und dann sind die entscheidenden Positionen, die es entscheiden können und wollen. Das ist dann ausreichend. Also wir reden ja nicht von 50, 100 Personen, sondern vielleicht sind es 10. Es haben auch bestimmt Personen. 50, 100 eine Meinung dazu. Aber die das auf jeden Fall. Das ist ja auch gut so, dass wir eine Meinung haben. Aber wir äußern uns nicht zumal. Wenn wir was entschlossen haben, versuchen wir es, wenn es denn beschlossen ist, es nach draußen zu bringen, so gut wie möglich zu erklären, was wir uns dabei gedacht haben. Und dann ist für uns Abfahrt. Und dann machen wir es so, wie wir uns das vorgenommen haben. Das haben wir bisher immer so gemacht, bei großen strategischen Entscheidungen, tun wir dies oder jenes, holt man den Spieler, holt man ihn nicht, entlässt man den Trainer oder den sportlichen Leiter oder nicht, gibt es ein kurzes Statement dazu und dann ist es für uns auch Geschichte. Und wir müssen uns dann wieder auf die Dinge vom Heute und Morgen konzentrieren. Ja. Und so verbleiben wir immer. Es ist aber eine ganz spannende Konstellation und ich muss sagen, ich habe es in diesen 10 Jahren sehr genossen, auch mit dem Aufsichtsrat, diese kurzen Entscheidungswege zu haben, weil es macht es nicht kompliziert. Es wird nicht viele Leute, die irgendwas dann nach draußen bringen und in der Presse wird schon durchgenudelt und der Fan hat eine Meinung und bevor du die Entscheidung getroffen hast, wirst du schon zu einer Entscheidung gezwungen. Das ist hier nicht so. Ja, ich spreche da eher auch aus der Fanperspektive. Wir sind ja schon froh, wenn sozusagen der Trainer mal 2 Saisons in der zweiten Liga durchhält. Wobei man ja sagen muss, die sind ja nicht entlassen worden, weil sie unerfolgreich werden, sondern abgeworben worden, die vorherigen Trainer. Das stimmt. Also bei Anfang uns. Und Walter. Das genau. Ist ja quasi anders als bei anderen Vereinen. Und wir hoffen ja einfach nur, dass die Ablösesumme für Salih Özcan oder andere Leihspieler, mit denen ihr heute noch mal arbeitet, nicht so hoch ist, dass man dann auch im nächsten Saison gut mitspielen kann. Das ist ja verglichen mit den Diskussionen bei anderen Vereinen vorgeht ja noch relativ zweidimensional und einfach, sozusagen diese Fragestellung. Aber wir gehen da immer ganz ruhig im Besonderen. Also ich glaube immer, wenn das ganze Umfeld, wenn es hektisch wird und es ist mal anstrengende Phasen, haben wir uns eigentlich damit immer ausgezeichnet, dass wir immer ruhiger wurden. Weil dann kannst du gute Entscheidungen treffen. Du kannst nicht mehr als arbeiten und willst die 100% und die 100% zu bekommen, bist du, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht gering, aber vielleicht kriege ich die 98%. Und dann ist das auch schon mal ein guter Schritt.
Und da sind wir eigentlich mit der Strategie eigentlich immer gut gefahren, das ruhig und besonnen zu sehen und klare Entscheidungen zu treffen. Denn eins ist auch klar, der Fan ist draußen emotionalisiert. Diese Emotionen können wir uns leider nicht erlauben. Wir müssen sachlich orientierte Entscheidungen treffen, was ja in einem Fußballverein mit allen Einflüssen von draußen, was Spaß macht, wenn du zum Heimspiel fährst und die Leute sind mit Schals und Fahnen und da kriegst du Gänsehaut. Ne? Und du fährst zum Stadion und sagst, guck mal, das zündet man da draußen an, aber wir müssen ja echt besondere Entscheidungen treffen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Okay, reden wir noch mal ein bisschen über besondere Entscheidungen auf der Businessmodellseite. Du hast gesagt, so ein Einflussfaktor, so eine Zutat für den Holstein-Erfolg ist sicherlich auch die Direktvermarktung, also direkt Zugang zu den Sponsoren, um ein bisschen mehr Geld einzunehmen, vielleicht auch auf noch mehr regionale Partner eingehen zu können. Eine zweite Geheimzutat ist diese Langfristigkeit, also eher ein kleiner, sozusagen stabiler Kreis, der entscheidet, ohne den externe, sozusagen die Diskussion dann im beim Fußballstammtisch im DSF, weiß nicht, ob es das noch gibt, oder Sport 1. Ja. Und dann frage ich mich natürlich, wir sind ja ganz viele Gäste, die das Problem haben der Vermarktung. Die überlegen sich, kann ich direkt an den Kunden verkaufen, muss ich über Amazon verkaufen, wie funktioniert eigentlich mein Handelsgeschäft in Zukunft? Ich finde, die gleiche Frage stellt sich ja auch beim Fußball, weil ihr seid ja quasi so ein bisschen abhängig oder zumindest ein Teil der Fernsehgelder ist ja ein Teil der sozusagen dieser Einnahmen, die ihr habt. Seid ihr sehr, sehr abhängig von dieser Diskussion, wer hat jetzt die erste, zweite Bundesliga-Rechte, woher kriegt man das Geld, oder kann man sich da auch ein Stückchen unabhängig machen und sagt, okay, wir haben jetzt hier noch ein Videoteam hier auf dem Campus, das erstellt nochmal eigenen Content, behalten uns das Recht vor, bestimmte Sachen im Stadion noch mitzufilmen, auf der Holstein TV-Plattform, ich weiß nicht, ob es die gibt, ja. Nochmal zu vermarkten, dann haben wir nochmal für 10 Euro im Monat für die Powerfans, ähnlich wie so ein DAZN-Account, jeden Tag nochmal 5-6 Stunden Content, die er sich angucken kann. Ein paar kommen vielleicht hier aufs Trainingsgelände und gucken zu. Packen. Geht sowas? Also wie schätzt du da Holstein ein oder wie schätzt du das Potenzial überhaupt des Sports ein? Kann man sich da so von diesem Einnahmestrom auch ein Stückchen unabhängig machen oder einen eigenen zweiten Einnahmestrom aufbauen? Ja, das muss ja das Ziel sein. Also wir haben ja angefangen mit dem TV, als wir in der zweiten Liga waren, mit etwas über 6 Millionen. Und sind jetzt über 11 Millionen. Das hängt natürlich mit den guten Platzierungen zusammen. Mhm. Es gibt ja immer eine 5-Jahres-Wertung, für der das nicht weiß, 5-Jahres-Wertung, Platzierung. Wie lange war man in der Bundesliga, wie lange ist es her und welche Platzierung hast du erreicht? Ein bisschen DFB-Pokal spielt da mit rein und wie viele Jugendspieler man unter 23 einsetzt. Und das bringt nachher das Fernsehgeld dann auch. Und dann, wenn ich sehe, dass wir mit Abstand die meisten Jugendspieler unter 23 einsetzen, ist das auch ein Teil des Erfolgsrezeptes, wo wir ein bisschen mehr Fernsehgeld kriegen als andere. So, das ist der eine große Batzen, wenn man über 11 Millionen bekommt. Der zweite ist natürlich... Ganz kurz bei dem Batzen, wenn ihr jetzt noch weitere 2 Jahre wenn ihr jetzt die 5 Jahre voll habt und immer im vorderen Drittel platziert seid, bis wohin kann das steigen? Kann das dann bis 20 Millionen steigen oder ist das so eher bei 30, 14? Also, ja, genau. Also du wirst nachher vielleicht bei 13 bis 16 oder liegen können. Okay. Jetzt kommt nach Platzierung, wer steigt ab und wie lange waren die in der Liga? Also das hängt ja von, wenn die von oben runterkommen, dann sind die ja erstmal sozusagen Vorreiter. Die kriegen dann so einen Auffangschirm von 17,5 Millionen. Und dann sind sie schon mal vor dir. Also das ist gut nachzuvollziehen, wenn man da mal so eintaucht, aber da kann man hinkommen. Im Moment haben wir ja nur mit steigenden Zahlen zu tun. Also wir sehen ja, dass wir durch den Erfolg, den wir hatten in den letzten Jahren, sehen wir ganz klar, dass unsere Fernsehgelder steigen. Und wir müssen ja auch irgendwo sehen, das ist ein wichtiger Part davon. Und der andere Part ist eben genau das, dass wir uns Alternativen überlegen, wie können wir das besser vermarkten. Jetzt heute nur die Anzeige, ist es für uns nicht mehr, es ist der Videokonzern, es sind Konzeptionen, die du mit Partnern lebst. Und versuchst einzuspielen, moderne Techniken, Digitalisierung ist da ein Thema, eine App zu haben, wo du nachher deine Dauerkarte drin hast, wo du die Dauerkarte auch weiterschieben kannst, mehr über diesen Fan zu erfahren, dem Fan mehr anbieten zu können. Baut ihr sowas selber? Also müsst ihr sowas selber entwickeln oder gibt es da eine Art White-Label-Standard für die erste und zweite Liga, auf den ihr aufsetzen könnt? Das kann man machen, aber wir bedienen uns immer eine Individuallösung. Wir arbeiten da mit Dienstleistern zusammen, mit Partnern, die unseren Vorstellungen gerecht werden. Weil hier ist nachher auch, wenn wir über neue Stadion da sind, wird es sehr entscheidend sein, diese App mit einzubinden, Bezahlsystem, Tickets nicht mehr auszudrucken, sondern einfach, wie man es heute kennt, wenn man pflicht, einfach das Mobile-Ticket zu haben, auf dem Handy heute schon möglich bei uns. Aber Schnittstellen zu schaffen, wie man das dem Fan so einfach wie möglich macht. Man sieht, ob der
ob der Mitglied ist, ob der VIP-Partner ist, wo er sitzt und alles auf dem Ticket zu haben und das mobil und die gegebenenfalls, wenn ich nicht kann, weiterzugeben an einen anderen Fan, dann ist das modern und dahin müssen wir uns entwickeln. Und das heißt, da kannst du den Warenkorb, den du heute schon bei dem Heimspiel quasi einsammeln kannst, da kann man den noch ein bisschen ausschöpfen, gar nicht jetzt, um den Leuten noch das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern zu sagen, okay, wir haben hier nochmal die 10 Super-Premium-Parkplätze, ja, die könnte man nochmal verauktionieren, in der, sozusagen, unter den Sponsoren, sowas in der Art? Ja, das kann man machen, und man kann dann das Ticketing, die Werbung für Merchandising-Dinge senden. Einfach den Fan mehr über uns zu informieren. Viele hätten ja eine Kaufbereitschaft, wissen aber gar nicht, weil die sagen, oh, da will ich mich jetzt gar nicht mit beschäftigen, wenn ich aber ihm das mundgerecht mache und sage, guck mal, das kannst du machen, dann entscheidet er, ist doch super. Ein anderes Modell ist, wo wir Jugendcamps haben hier bei uns auf der Anlage, vor 6 Jahren mal angefangen mit 40 Kindern, dieses Jahr machen wir 1500 Kinder mit Jugendcamps, wo unsere Trainer das machen und wir nicht externe haben, sondern die es auch erleben, hier auf der Anlage mit den Profis eben zusammen auch zu trainieren. Tolle Bilder, die da zusammenkommen, wenn unsere Profis die Kleinen auf Vogelpack nehmen und durch die Gegend tragen hier, Autogrammstunden da sind, dann sind wir ein Verein, der anders ist, der erlebbar ist. Und das ist ein Stück weit, was wir eben wollen. Das zweite ist natürlich auch aus unseren bestehenden Werbepartnern. Ne? Du kannst Werbung kannst du überall machen. Was bieten wir als Vorteil für den Werbepartner? Wir versuchen Plattformen zu schaffen, wo sie zusammenkommen können und wir matchen sie auch. Und wir bieten zum Trainingslager an, Saisoneröffnung, Fußball, Golf, wir sind zur Kieler Woche auf dem Schiff. Da sind nicht nur mit den Businesspartnern an sich in Kontakt zu treten, sondern auch mit deren Familien. Zum Auftakt bringen die Spieler ihre Familien mit, die Verantwortlichen ihre Familien und Kinder mit, die Sponsoren bringen ihre Familien mit Kindern, da sind Hüpfbogen aufgebaut, da ist ein Erlebnis für die ganze Familie und das sind wir. Und da schafft man Platz für und Räume und Kontaktebenen für Partner. Und da kann ich das Private mit dem Geschäftlichen wunderbar vereinen. Mhm. Und es gibt ja viele von unseren Werbepartnern, die sagen, ich nehme es als Vertriebsebene und sage, ich will in Kontakt treten. Und einige sagen, interessiert mich gar nicht, ich bin Fußballfan. Wenn da was bei rauskommt, ist auch schön. Aber und dann gibt es auch so Twitter, die sagen, ja, wäre ganz nett und sollte auch schon sein, damit ich mein Invest hier irgendwie rauskomme. Aber da ist jeder auch ein Stück weit seines Glückes Schmied, diese Dinge auch mit zu begleiten, ob wir Auswärtsfahrten begleiten mit Partnern, ob wir Reisen machen, wo ich immer wieder mit dieser Community in Kontakt treten kann. Und das ist unser USP auch, den wir da sehr, sehr gut bedienen können. Und wir matchen Dinge, die bei uns Partner sind, den will ich gerne kennenlernen. Da haben sich Freundschaften daraus entwickelt zwischen Partnern. Und das ist irgendwie, das ist wie so ein Klassentreffen. Das ist nicht wie eine Business-Ebene. Die kommen an, die klatschen sich ab, die umarmen sich. Das ist irgendwie ein tolles Flair, wenn man das so bei uns in der Business-Ebene erleben darf. Wo geht das los, wenn jetzt hier Kassenzone Mediensponsor wird bei Holstein und sagt, ich brauche immer so 2 VIP-Tickets pro Spiel? Wo muss ich mich da einreihen finanziell? Ja, unser Paket, Grundpaket ist ungefähr 8.000 Euro, nicht ungefähr, sondern es ist 8.000 Euro, weil da sind 2 VIP-Karten drin, da sind 2 VIP-Karten drin. Da hat man ein Logo-Placement, also eine Werbung auch damit. Man kann an diesen ganzen Community-Geschichten dran teilnehmen. Man wird informiert darüber. Man kann selber entscheiden, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei. Und das ist so unser Einsteigerpaket. Na, muss ich mir mal überlegen. Das klingt ja schon ganz attraktiv. Ich muss erstmal hier die CD-Markt-Leute noch interviewen. Die sind auch oft im Podcast, über die haben wir oft geredet, weil das ist in der einen oder anderen statistischen Erhebung der erfolgreichste Fachmarkt Deutschlands. Sorgt jetzt nicht für das Überleben der Innenstadt, aber sorgt auf jeden Fall für weitere Liquidität bei Holstein. Insofern sozusagen, da profitierst du quasi massiv davon. Also da beginnt das Plattformgeschäft. Wenn du jetzt mal in die Sportlandschaft, Fußball, vielleicht auch darüber hinaus gucken würdest, europaweit, gibt es irgendeinen Verein, wo du sagen würdest, so, wenn wir da hinkommen im Sinne von regionaler Verankerung plus sportlicher Erfolg, da kann man sich vieles abgucken. Das ist so ein bisschen das Modell, dem Holstein nachstrebt. Gibt es da was? Ja, mit Sicherheit. Also wir sind keine Fantasten und vergleichen uns jetzt mit Bayern München oder Dortmund. Ne? Also wir müssen ja so, was erreichbar ist und vielleicht ein Ziel ist, dass man auch irgendwo in weiter Ferne sehen kann. Und das ist für mich Freiburg. Weil die es eben auch immer wieder schaffen, Spieler auszubilden. Und das ist auch unser Motto, Spieler auszubilden. Wir haben ja ein Nachwuchsleistungszentrum, NLZ, mit 3 Sternen. Da sitzen wir auch hier drin, das ist auch hier auf dem Gelände. Das ist hier auf dem Gelände, ne? 4,5 Hektar groß, mehr Rasenplätze, Kunstrasenplätze, Indoorhalle mit Kunstrasen, Kraftraum.
alles, was das Herz begehrt. Hier ist die Schmiede von Jungtalenten und sie eben zu transferieren. Wir werden ja nicht die sein, die in den nächsten 3 Jahren 100 Millionen Transfers machen. Also wir müssen Leute gut ausbilden, die dann auch wirtschaftlich vielleicht gut an den Mann oder an den nächsten Verein bringen, um eben den nächsten Schritt zu machen. Und da würde ich uns, wäre sehr sympathisch, eine SC Freiburg im Norden zu haben. Dass das wir sein können. Gibt es denn manchmal so für Spieler am Ende ihrer Karriere, die dann so in der Dritt- und Viertvermarktung dann stehen, bevor sie nach China geschickt werden für die letzte Saison, werden die auch an euch herangetragen, wo man sagt, hier ist der, kann ich mir am HSV, kann mich noch an Van Nistelrooy erinnern, das war ja so das letzte Jahr, wo er noch sozusagen selber laufen konnte. Und gibt es sowas auch bei euch? Ja, es ist natürlich ein riesiger Markt. Also diese Berater, die bieten ja alles an. Ne? Also Wie viele Berater rufen hier pro Tag an bei dir? Ja, bei mir, ich stelle sie dann immer durch zu Uwe Stöber, zu unserem sportlich Verantwortlichen, aber das sind dann schon ein paar. Das kommt ja auch immer in Wellen, ne? Wenn so Wechselperiode ist, dann spammen die dich förmlich zu, dann drücken die auf den Knopf und dann rattert das bei dir da rein, was sie dir alles anbieten aus verschiedenen Nationen, und der muss es sein, alle sind super und alle sind schnell. Ist es dann schon Wahnsinn, das auch zu scannen, aber man muss auch eine klare Linie haben. Ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren einen ganz guten Ruf erarbeitet, mit jungen Spielern und Talenten eben ganz gut arbeiten zu können, denen die Chance zu geben, hier auch zweite Bundesliga zu spielen und sich weiterzuentwickeln. Und da legen wir größten Wert drauf. Und gerade auch mit unserem Trainer Ole Werner, der hat ja so ein bisschen unsere DNA, der ist Ewigkeiten jetzt hier schon bei uns als Trainer, den haben wir aufgebaut mit B-Lizenz, A-Lizenz, das macht er im Fußballlehrer. Und das war ja immer für uns, wo wir immer ins Geheim gedacht haben, das könnte mal der Cheftrainer sein. Und jetzt ist es soweit und das macht diesen Verein, finde ich, noch nahbar, weil der absolut die DNA von Holstein Kiel in sich trägt und das auch lebt und in dieser ganzen Fußballwelt diese Bodenständigkeit behalten hat, in der ganzen verrückten Welt. Und das versuchen wir auch als Verein. Und von daher ist das eigentlich im Moment so ein ganz, ganz schönes Bild, was wir nach draußen abgibt, was unseren Idealen am nächsten kommt. Okay, dann vielleicht nochmal hier zum Ende des Podcasts nochmal zurück auf das Geschäftsmodell. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie so dein Arbeitsalltag aussieht und in den letzten Jahren hier, die Osttribüne war ja so ein ewiges Thema, dann Trainerwechsel, weiter weg, Anfang weg und dann Topspieler weg, so bleibt kein Zombie, geht der, wo geht der hin, wo kriegt man das Geld, Drexler ist nach Dänemark, dann nach Köln. Also sozusagen, da bleibt eigentlich kaum Zeit, so links und rechts zu gucken. Wenn ich aber auf das Modell Holstein schaue und mir überlege, also wenn ich aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive darauf schaue, gibt es verschiedene Vertikalisierungsoptionen. Da könnte man auch sagen, ich mache vielleicht noch einen Holstein Hotel, ich habe ja schon so viele Partner und Leute, die Holstein cool finden, dann könnte ich ja quasi mir noch eine Beteiligung kaufen an einem coolen Hotel in Kiel, kann da noch ein bisschen Geld mitverdienen oder kann quasi noch auf eine andere Richtung vertikalisieren. Also wie kriege ich quasi diese Aufmerksamkeit, die sich natürlich heute immer auf dem Wochenende sozusagen punktuell bezieht, wo es natürlich auch noch Erlösmöglichkeiten dann gibt, einmal über natürlich Fernsehgelder bei jedem Spiel und dann bei Heimspiel natürlich noch über die komplette lokale Wirtschaft, Tickets und Co. Denke ich mir, ja, das gibt, ihr habt ja diesen Zugang, ihr habt ja diesen organischen Zugang als Marke, wie du es schon beschrieben hast. Da würden mir noch 100 Sachen einfallen, wo ich sage, da kann man nochmal den Holstein-Aufkleber drauf und mitverdienen. Wie gehst du damit um? Ja, erstmal muss man sagen, wir bauen es ja nicht, unser Kerngeschäft, so muss ich sagen, das ist Fußball, ne? Analoger Fußball auf dem Rasen im Stadion. Und darum müssen wir uns rummachen. Viele Vereine verzetteln sich auch, indem sie alle möglichen Sachen machen und Fußball so einmal in den Hintergrund rutscht. Für uns ist das zentrale Thema, wir sind ein Fußballverein, wir haben Spaß daran, wir haben eine Tradition und darum was zu bauen. Daraus sind ja auch viele Dinge entstanden, wie die Fußballcamps im E-Sports-Bereich, im E-Football-Bereich, also was aber immer in diese Marke, in unser Kerngeschäft einzahlt. Holstein gleich Fußball. Genau, und wenn so Dinge uns auf dem Weg begegnen, wo wir glauben, die passen einfach strukturell dafür ganz gut und wir haben alles andere ausgeschöpft. Und das haben wir bei Weitem noch nicht. Wir haben tolle Social-Media-Kanäle aufgebaut, aber ich glaube, wir haben an vielen Stellen haben wir noch Luft. Die Zeit wollen wir uns nehmen und einfach für uns auch selber diese Marke auch noch weiter aufzupolieren. Und wenn wir diese Dinge aussagen, dann machen wir uns über andere Dinge Gedanken. Aber ich glaube, wir tun gut dran, weil das Kerngeschäft ist nochmal, wenn wir zweite Liga, das ist für uns unheimlich wichtig, auch in der Wirtschaftlichkeit. Sonst können wir einfach auch gar nicht wachsen, weil da brauchen wir einfach die Zweitliga-Zugehörigkeit. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten. Deswegen müssen wir immer in den Sport einzahlen, weil das ist die Lokomotive, die zieht das Ganze. Und die ist der Motor für alles andere.
Die meisten Geschäftsführer, die hier im Podcast sitzen, die werden gemessen am Ende des Jahres nach Umsatz und Ertrag. Mhm. Wenn wir sagen, okay, Umsatz gesteigert oder mindestens Ertrag gesteigert, alles ist gut, hier ist dein Bonus, nächstes Jahr weiter so. Was ist wie wirst du gemessen? Ja, ob es dann erfolgreich ist, einmal wirtschaftlich natürlich, klar, wenn wir Budgetgespräche haben und ich würde das Budget irgendwie deutlich überstrapazieren und wir ständig negative Zahlen schreiben, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem. Das ist hier auch ein sehr, sehr guter Auswurf. Wir zusammen erarbeiten wir hier intern natürlich ein Budget für das neue Jahr. Das wird dann mit dem Aufsichtsrat vorgestellt. Und dann wird es verabschiedet oder wird eben dran gedreht, nach oben oder nach unten. Da sind Wünsche vom Sport eingeflossen. Ob man was kann, kriegt man ein Budget zur Verfügung, weil der Sport entscheidet, wenn er ein Budget zur Verfügung entscheidet er darüber, wie er was einsetzt, zu welchem Spieler, mit welchen Konditionen. Und so erarbeitet man sich das. Und am Ende des Jahres kann man eigentlich ganz gut ablesen und in den letzten 10 Jahren kann man auch ganz gut ablesen, wie sich Marketingerlöse, Ticketerlöse, Dauerkarten, Vermarktung, Image des Vereins, es gab eine Studie, in den letzten 2 Jahren, gehörten wir mit SC Freiburg zu den beliebtesten Vereinen in Deutschland vor Bayern, München und Dortmund. Ja, das fand ich. Was war da denn die Erhebungsgruppe? Wurde das hier vor dem City-Markt erhoben? Nein, von uns völlig unabhängig. Ich war auch überrascht, dass diese Studie rauskam. Fand ich aber ganz ganz klasse und sympathisch und haben wir uns auch darüber gefreut, dass es so ist. Die Studie gibt es seit 5 Jahren. Wird von einem unabhängigen Institut in Hamburg wird die durchgeführt und das fand ich ganz interessant, dass wir also als Newcomer da oben gleich so mit drin waren, weil viele Leute ist es sympathisch, ist vielleicht so ursprünglicher Fußball, der bei uns noch da ist. Es ist nicht perfekt im Stadion. Aber man fand es eigentlich immer sehr sympathisch, als die Tribüne Ost ja noch die Gästekurve war und quasi alle immer im Regen stehen mussten auf diesem Betonring. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das fand das auch ein bisschen ausgezeichnet. Aber was dieses Stadion auszeichnet, dass man ja so dicht dran ist an den handelnden Personen, an den Spielern. Man kann sie förmlich atmen hören, so dicht ist man dran. Und das macht diesen Reiz des Stadions auch aus. Es ist nicht perfekt, aber ich gehe da gerne hin. Ich bin da auch gerne in diesem Stadion, weil das hat schon eine besondere Atmosphäre. Es wird auch eine Kunst sein, das Alte in das Neue zu kriegen oder mitzunehmen, so will ich sagen. Da stehen wir natürlich auch nochmal vor Herausforderungen. Kunst und Herausforderung, das ist vielleicht auch mit eine der letzten Fragen. Wenn du jetzt so auf 2020 guckst, vielleicht auch perspektivisch 2021, was sind so die 2, 3 größten Dinge, an denen du hier arbeiten musst oder die einen großen Teil deiner Zeit konsumieren? Gehen wir mal davon aus, dass jetzt nicht morgen Ole Werner abgeworben wird und das Stadion sozusagen eine Tribüne einbricht. Aber was ist so das nächste große Ding? Das nächste große Ding ist erstmal, alles dafür zu tun, auch hier in der Geschäftsstelle für den Sport zuzuarbeiten und dass wir auch nächstes Jahr noch 2. Bundesliga spielen, weil das die Voraussetzung vor allem ist. Aktuell sind wir noch im Bau, ein Platz ist fertig mit Rasenheizung, beide Plätze mit Rasen, ein Hybrid- und ein Naturrasenplatz, das abzuschließen. Dann eben weiterzugehen, wir wollen die Geschäftsstelle erweitern, aber auch da gehört eine Sportlichkeit dazu, also von daher sind gewisse Dinge voneinander abhängig. Was für Funktionen sind das dann, die hier noch aufgebaut werden müssen in der Geschäftsstelle? Naja, wir haben ja in den letzten Jahren durch die 3 Sterne, das ist ja heute nicht mehr, dass du infrastrukturell was tust im Nachwuchsleistungszentrum, sondern hier geht es um Hauptamtlichkeiten von Trainer im Jugendbereich, das zu dokumentieren. Und da haben wir ja unheimlich viel, wenn man hier durch die Büros geht, sind alle Räume doch überstrapaziert. Und wir wollen eben 2. Verwaltungsgebäude bauen und die miteinander auch wieder verbinden, diese beiden Gebäude. Das wird auch nochmal sportlich und eine Herausforderung sein, um eben organisch zu wachsen und weiter an unseren Zielen festzuhalten, auch der Digitalisierung. Wir haben vor 5 Jahren mal angefangen und Jahr für Jahr zu investieren. Du kannst es natürlich, viele machen es, Fußballvereine stellen einfach 30 Leute mehr ein. Das ist sehr teuer. Wir gucken uns Prozesse an, versuchen die zu optimieren und im Zeitalter der Digitalisierung zu optimieren und dann wissen wir auch genau, was wir an Personal brauchen. Wir sind ja relativ schlank hier, wir sind so 32 Leute in der Geschäftsstelle, wenn man andere Vereine im Vergleich sieht, die so unsere Größe haben, die haben dann 60 und das machen wir auch ganz bewusst und einfach Dinge aufzulösen, immer mit dem Ziel, mit dem Fokus, Sport hat Vorrang. Sport braucht eben das Geld, um hier in der 2. Liga auch zu bleiben. Und da müssen wir so viel, wie es nötig ist, auch zur Verfügung stellen, dass das auch in den nächsten Jahren gesichert ist.
Dann vielleicht nochmal zwei sportliche Fragen. Wir haben ja heute vor allem darüber gesprochen, wie funktioniert das Geschäftsmodell und wie hat die Reise eigentlich gestartet von Holstein? Ich habe im Büro gestern nochmal gefragt, okay, was würdet ihr Wolfgang fragen? Da kam sofort die Frage, was ist die Ablösesumme von Salih Özcan? Wenn er weiterspielt bis zum Ende der Saison so gut, dann wollen wir den ja haben. Kann sich Holstein das leisten? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Man sieht ja seine Entwicklung und wie wertvoll er auch für uns ist. Die Ablösesumme, ich glaube, das wäre für uns schon ein großer Schritt, aber wir könnten uns das leisten. Die Frage ist nur, ob dann der Spieler das auch so sieht. Ah, okay. Ja, gut, dann muss er dann zustimmen. Man kann ihn nicht einfach kaufen, wenn er keine Lust mehr hat. Ja. Aber du hast ja gesagt, es ist ja sehr familiär. Das heißt, die Spieler finden sie auch cool hier. Und die zweite Frage war, das ist jetzt eine neuere Entwicklung. Der Fußball-Weltverband will so ein bisschen diese Entwicklung mit den Leihspielern stoppen, weil da die ganze italienische Liga nur noch aus Leihspielern besteht. Alle verleihen untereinander, keiner verkauft mehr. Und das sorgt dann dafür, dass man das Gefühl hat, große Vereine decken sich viel mit jungen Spielern ein und fördern dann deren Entwicklung in anderen Ausbildungsvereinen, wie zum Beispiel bei Holstein. Und dann die kleinen Vereine können dann eigentlich nie hochkommen. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil für Holstein, wenn diese Entwicklung dann so umgesetzt wird, wie es geplant ist? Ich glaube, man darf dann maximal 8 Spieler verliehen oder geliehen haben. Also das ist irgendwie die Bruttosumme, die gerade in Diskussion ist. Also 8 Spieler zu leihen wäre schon fatal. Wir versuchen natürlich auch immer nach im Rahmen unserer Möglichkeiten A, den Spieler hier an uns zu binden. Zum Beispiel so ein Fabian Reese, bei uns ausgebildet worden, ist dann in die große weite Welt gegangen zu Schalke, wurde da ausgeliehen zu Vereinen, glaube ich, Greuther Fürth und Karlsruhe oder umgekehrt und ist jetzt wieder bei uns gelandet und den haben wir für uns über 3 Jahre gesichert. Das ist natürlich gut, das sind Verträge, da weißt du nicht, bleibt er oder geht er. Verträge heißt ja nicht unbedingt, dass sie auch die Vertragslaufzeit so ausgelebt wird. Aber Leihspieler sind für uns natürlich, gerade für die kleinen Vereine, eine sehr gute Möglichkeit, Spielern, die vielleicht nicht die Präsenz haben in der ersten Liga, die sie gerne hätten, dann zu uns ausgeliehen zu spielen, Spielpraxis sammeln. Und das können wir auch für den abgebenden Verein Mehrwerte generieren, weil wir seinen Spieler wertvoller machen, weil er mehr Praxis bekommt. Und ich sag mal, in unseren Regionen jetzt, wenn wir 8 Spieler ausleihen dürften, wäre es ausreichend. Nur wenn man die ganze Problematik sieht, dass einige vielleicht 16 Spieler haben, die sie ausleihen würden und dürfen nur 8, dann haben andere Vereine das Problem. Für uns wird sich das gar nicht so durchschlagen, dieses Problem. Und da profitieren wir davon, von dieser Regelung, erstmal generell Spieler von anderen Vereinen, die in der ersten Liga sind oder auch zweite Liga, davon profitieren wir ja. Sehr cool. Dann, wenn ich das für mich so ein bisschen zusammenfasse, wenn ihr weiter in Ruhe arbeiten könnt und durch die neuen Auf- und Abfahrten, Autobahnauf- und Abfahrten im Citymarkt wird zumindest quasi einer der zentralen Werbetreibenden nicht weniger Geld hier reinstecken können in den nächsten Jahren, glaube ich zumindest. Die sind sehr erfolgreich da im Citymarkt. Dann habt ihr ein gewisses stabiles Umfeld, was dann dem Durchschnittsfan wie mir immer mal wieder die Möglichkeit gibt, diese Relegationshoffnung oder die Aufstiegshoffnung mitzuerleben hier in den nächsten Jahren. Und wenn alles top läuft, hier alles ausgebaut wird, ihr vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Spieler ausbilden könnt, die dann auch über den Verein zum nächsten Sprung schaffen, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir mal in dem SC Freiburg Modell landen. Also so viel romantische Hoffnung können wir uns schon noch machen. Ich spreche jetzt aus einer Fanperspektive. Ja, das sollte man sich machen. Also ich finde immer, die Ziele dürfen offen sein. Man darf träumen, man darf ein Ziel haben und man muss die Ziele nur dann auch mit Leben füllen. Und wir haben es ja in der Vergangenheit auch so gesagt, wenn wir mal falsch abgebogen sind, ist es auch nicht schlimm, ein Stück rückwärts zu fahren und zu sagen, war die falsche Ausfahrt. Man macht es nochmal neu. Nicht eben in der Arroganz zu sterben, zu sagen, man macht keine Fehler, einfach sich selbst kritisch zu hinterfragen. Jedes Mal nach einer Saison, auch nach einer erfolgreichen Saison, sagen wir nicht, super, jetzt hast du es geschafft, sondern wir immer wieder versuchen, neue Innovationen in diesen Club reinzugeben, weil das ist der Motor, das treibt man. Wenn du stehen bleibst, ist es schon ein Schritt zurück. Und das ist das Tolle in diesem Verein. Ne? Der lebt, der ist lebendig. Das ist so eine Operation am offenen Herzen. Du hast hier als Mitarbeiter, sag ich mal, den Finger auf dem Herzen liegen und hörst es pochen. Und das ist diese Emotionalität, die wir hier leben können und die es unheimlich Spaß macht, auch für diesen Club zu arbeiten. Was ist dein Tipp fürs nächste Heimspiel? Wie geht's aus? Oder lässt du dich da nicht so weit aus? Ja,
es ruft bei mir immer, hat damals schon als Sportler bei, immer so, wenn mich einer nach dem Ergebnis fragt, ich glaube, wir haben da eine gute Mannschaft, wir haben einen neuen Rasen gelegt, also gegen Heiner wurde er komplett hingerichtet. Ja, und der war da komplett hingerichtet. Jetzt haben wir einen neuen Rasen verlegt, das wird uns zugutekommen, weil wir ja doch eine technisch anspruchsvollere Mannschaft sind, das kommt unserem Spiel entgegen und ich würde mich einfach freuen, vielleicht nicht ganz so spannend wie gegen Pauli, ja, aber wenn wir gewinnen würden, würde ich mich sehr freuen. Ich glaube, der ganze Verein wird sich freuen. Dann kommen wir unserem Ziel näher, auch nächstes Jahr ganz sicher dann auch zweite Liga zu spielen. Wolfgang, vielen Dank. Ich hoffe, wir sozusagen können vielleicht nochmal unterjährig ein kleines Update machen. Da kommen vielleicht noch viele Fragen auch aus dem YouTube-Kanal dazu. Sozusagen, wie wir nochmal ein Update machen. Wir können das ja direkt vom Eingangsbereich vom Holsteinstadion machen. Da bist du ja jedes Mal und machen da so ein 10-20 Minuten draußen. Das wird schon klappen. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat mich gefreut und natürlich jederzeit gerne.